Guten Morgen. Die Kira ist gerade in der Küche. Hallo. Weil ihr habt nämlich gerade schon Haferbrei-Schleim. Porridge würde man heute sagen. Das hört sich besser an. Haferbrei gemacht zum Frühstück. Und die hat auch schon Reitsachen an, weil die gleich nämlich zur Wiese fährt, die Noblesse holt. Und dann auf dem Reitplatz von dem benachbarten Stall, aber das ist ja hier auf Langeoog alles ein Reitverein. Den Vereinsreitplatz, weil sie damit ihr noch ein bisschen Zirkusquatsch gleich üben möchte. Und deswegen ist sie schon umgezogen. Und ich werde dann gleich auch nachkommen, wenn sie die Noblesse geholt hat und mal gucken, was wir da, was die beiden so können. Wir haben ja schon zusammen Zirkusquatsch am Strand gemacht. Da hat sie nicht so viel von ihm können gezeigt. Ja, da hat sie nicht so viel, hatte sie nicht so viel Lust. Aber das Wasser ist natürlich auch viel interessanter, muss man sagen. Also da hätte ich auch mehr Bock ins Meer zu gehen, als da irgendwelche Zirkussektionen zu machen. Und ja, das machen wir gleich auf dem Platz dann. Und danach steht noch nicht so fest, was wir machen. Ne? Nicht so wirklich. Hm? Genau, und heute Abend gehen wir ausreiten. Da freue ich mich drauf, weil ich bin noch nie am Strand geritten. Brauche ich aber warm. Aber heute Abend Premiere dann. Ja, aber dann sehen wir uns gleich einfach erstmal auf dem Platz wieder, würde ich sagen. Time before in a different life where I record. I mean, he was Adam, I think I was Eve, but my vision ends with the apple of tea. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. Somehow it's a little different when I'm with you. You know what I really am all about. You know how it really goes. Also wie ihr seht, habe ich tatsächlich mal Reitklamotten an. Ja, es ist das erste Mal, wo ich hier bin. Ist aber im Prinzip auch gar nicht schlimm. Denn ich freue mich sehr, weil Kira und ich, wir gehen jetzt ausreiten mit noch ein paar anderen Leuten. Wie viele andere Leute kommen noch mit, Kira? Zwei andere Leute. Eine davon leiht mir auch ihr Pferd. Ist ein Pony, ne? Ja. Leiht mir ihr Pony. New Forest. Oh, wie süß. Bin ich noch nie geritten in New Forest. Na, auf jeden Fall gehen wir jetzt ausreiten. Und Kira war so lieb und hat mir ihre GoPro geliehen. Das heißt, die habe ich jetzt am Helm dabei. Ich schätze mal, ich werde jetzt die Kamera hier, die werde ich nicht mitnehmen. Ich habe mein Handy dabei, vielleicht kann ich von oben ab und zu mal filmen, auch so zur Seite oder so, mal schauen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Und ja, dann GoPro-Aufnahmen. Vielleicht ist Kiras Freund so nett und filmt uns noch am Strand ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt freue ich mich erstmal darauf, aufs Pferd zu kommen und an den Strand. Und ich würde sagen, bis gleich. I'ma make you my love.
tried to pretend it didn't matter if I was alone. But deep down I know. Gonna love you for life, I ain't leaving your side. Even if you knock it, ain't no way to stop it. Forever you're mine, baby, I'm addicted. No lie, no lie. Don't let haters get me off my grind. Keep my head up, I know I'll be fine. So baby, don't have us a good time. Let's have a toast to our goodbyes. I'll live for the applause, applause, applause. I'll live for the applause, applause. Also wie ihr sehen könnt, ich bin wieder zurück, ich bin auch schon umgezogen, ich war nämlich schon duschen. Kira ist auch schon umgezogen, fertig mit Duschen und so. Weil wir nämlich gerade ihr Ausreiten waren, habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ich das jetzt reingeschnitten habe. Jetzt gibt es gerade Essen und dann gehen wir gleich nochmal in die Düne, weil es da ja so unfassbar kacke war, wie Kira euch ja so schön gesagt hat. Und dann war es das auch schon. Das war dann mein letzter Abend hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich nehme euch für die Rückreise noch mit. Wenn ihr da Lust drauf habt, wenn nicht, dann nicht. So. Und Gesundheit, Kira. Und dann sage ich schon mal danke fürs Zusehen. Ich glaube, wir sehen uns aber gleich nochmal, weil ich bestimmt nochmal irgendwo in der Düne irgendwas filmen werde oder danach oder so. Oder wie auch immer. Trotzdem sage ich schon mal danke, dass ihr dabei wart. War sehr schön hier. Und ich sage einfach bis später. Die ganzen sentimentalen Quatsch, den sparen wir uns für später. Da sehen wir uns schon wieder. Ja, ich bin gerade ganz alleine hier. Es ist aber auch schon verdammt spät. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Es ist jetzt 1:15 nachts. Und wir hatten, habt ihr bestimmt gesehen, ich glaube, ich habe das reingeschnitten. Wir hatten noch Besuch, ein paar Freunde sind gekommen von der Kira und von Fabi, auch welche, mit denen wir von Ausreiten waren. Und aber auch noch andere. Und ja, dann haben wir hier ein bisschen einen netten Abend gehabt. Ich habe keinen Alkohol getrunken, weil ich muss ja morgen früh raus. Ein paar sind auch schon gegangen. Und die anderen, der ganze Rest, der ist jetzt noch mal in die Düne 13 gegangen. Ich wollte im Prinzip auch mit, aber es ist jetzt einfach so spät und ich muss meinen Koffer noch packen und das klappt einfach nicht. Ich wäre gern mitgegangen, aber nein. Dann komme ich morgen früh definitiv nicht drauf und raus und dann bleibe ich noch länger auf dieser Insel. Ich würde gern länger bleiben, aber ich muss leider nach Hause. So blöd es ist, aber ja, es war sehr schön hier. Und gerade der heutige Tag war nochmal richtig Bombe, das Wetter hat richtig gut mitgespielt. Das Wasser war ein bisschen sehr windig, also am Strand war schon ein bisschen, also hinlegen konnte man sich nicht, weil dann hat man ganz schnell Sand im Gesicht gehabt. Unsere Decke, habt ihr bestimmt gesehen, unsere Decke war hinterher auch komplett voller Sand, also man hat gar nicht mehr gesehen, dass da eine Decke lag. Und ja, aber ansonsten, es war zwischendurch echt warm, wenn es dann nicht gerade so windig war und die Sonne draußen war. Aber insgesamt war es ein echt schöner Tag im Vergleich zu den letzten beiden Tagen, wo es ja echt immer grau, verhangen und verregnet war. Und ja, was ich sagen wollte ist, das war schon mit diesem Vlog. Ich denke, ich nehme euch morgen noch mit auf die Rückreise, auch wenn das nicht so super spannend wird, aber weiß ich nicht, dann ist halt die Woche voll. Und ja, dann war es das auch schon. Das war meine Woche hier auf Langeoog. Die ging so unfassbar schnell rum. Also als wäre ich gestern angekommen. Keine Ahnung, wohin die Zeit ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wie immer, jetzt das letzte Video in der Endcard. Ich überlege, ob ich vielleicht eine kleine Playlist machen soll, wo nochmal alle Langeoog-Videos dann drin sind, wo man sich die nochmal der Reihenfolge nach angucken kann. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, letztes Video ist in der Endcard verlinkt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt mir auch gerne eine Bewertung dalassen, ob gut oder schlecht, ist egal. Und ansonsten sage ich dann mal gute Nacht und bis morgen.
Tschüss. I got it under control. Oh, I got it under control. Oh, yeah.